Wir haben einen ungebetenen Gast an Bord. Jake Facebreaker hat mich gerade in der Dings erschossen, in der Starfarer, als ich auf dem Weg zum Captain's Deck war. Dann der versteckt sich auf dem Maschinendeck. Wie siehst du aus? Also wie sieht euer Hostile aus? Ja, wollte ich gerade fragen. Der weiße Anzug. Also der Standardanzug. Jake, da kommt einer hin, EV-8. Laufe zur Laderampe, das bin ich. Okay. Ich komme auch jetzt rüber zu euch, bin noch vorne an der... Wir sichern erst den Laderaum. Erst den Laderaum bleiben. Jetzt sind wir hier... Jetzt sind wir hier... Da kann man ja nirgends hin. Jetzt haben die echt das Schiff übernommen? So, ich komme zur Laderampe rein. Ich auch. Ja. Wer ist auf der Laderampe noch drauf? Außer ich auch. Ich bin auch auf der Laderampe. Reason ist drauf. So, wer ist das? Reason? Wer kommt da rein? Lazarus ist das Letzte. Mach die Luke zu. Gut. Dann würde ich trotzdem hier zwei Leute oder einen unten lassen an der Laderampe, ja? Ja. Und dann würde ich sagen, wir müssen als erstes die Brücke sichern natürlich, ne? Ja. Mhm. Ich bin so. Lucy, wir gehen jetzt mal Richtung Brücke vor. Und einer bitte im Laderaum bleiben. Ja. Wer bleibt hier? Red hier, ich bin hinter dir. Yep. Bleibt jetzt halt da, dann gehe ich hoch. Okay, hier ist keiner. Geh auf die Galerie. Ja. Du gehst hoch, Sly. Ja. Ich will mich hier unten. Weiß ich nicht. Was ist das? Achtung, über mir ist der. Über mir ist einer. Okay. Wo ist der über dir? Der ist direkt da über oben mir. In der Röhre. In der Röhre. Scheiße. Gibt's einen anderen Weg? Gibt's einen anderen Weg hoch? Von oben runter. Ich gehe von oben runter. Okay, wir warten hier unten. Bleibt mal bitte zwei Leute unten an der Treppe, an der Leiter stehen, bitte. Ja. Ich bin schon oben. Ich bin in der Leiter. Granatenkugel, aber ich weiß nicht. Ich wollte den anderen Weg gehen. Ja, bitte keine Granaten in meinem Schiff. Okay, ich bin jetzt oben an der Leiter. Ja, ich sehe dich. Wo geht's denn die Luke rein vom Laderaum aus? Lass uns mal hochgehen, die Leiter, da treffen wir uns mit Assi. Bin jetzt auch in der Jeffrey Röhre hinter dir, Assi? Ja. Wir sind jetzt die Leiter hoch. RC okay. Ist da. Von wo kann ich im Laderaum die Röhre einsehen? Ach du Scheiße, was ist mit der anderen Leiter, mit dem nächsten Weg? Laderaum hoch? Geht glaub ich gar nicht. Wer ist denn auf der Brücke eigentlich? Ist Leiter. Ah, okay. Ich sehe ihn, ich sehe seine Signatur. Er ist ein Deck höher, Leute. Kommt mal zurück bei der Jeffrey Röhre zur Leiter. Ich sehe seine Signatur im Bild. Okay. Er ist hier genau da, wo ich hinzeige, ist er. Geh doch rüber auf die andere Seite von der Laderampe. Ich umgehe ihn auf der anderen Seite und fahre mit dem Aufzug hoch. Perfekt, und ich warte hier so lange, bis vielleicht ist noch jemand Zweites hier, der Jeffrey Röhre, der mit nach oben kommt. Er bewegt sich Richtung Fahrstuhl, glaube ich. Okay, kann mir jemand folgen? Ich kann dir hinterherkommen, Wiesen. Ja, weil er ist nämlich jetzt irgendwo anders hier gelaufen. Wir sind ein Deck höher. Komm rein. Gut. Also, ich habe Wiesen. Sag mir, wenn ich stehe. Ja, du bist unsichtbar. RC, warte, nicht so schnell. Er ist links. Wenn ist er links? Xylos ist unsichtbar. Ich nur seinen Namen auch poppen. Für mich, ich sehe dich, Xylos. Ach du Scheiße, ist das der Horror. Okay, er ist im Captain's Quarters. Oh, jetzt die Tür zu. Okay, lass uns mal sammeln, bitte. Okay, ja. Ich komm hoch. Da kann er da oben nicht hinkommen. Ja. Das ist fair. Sawyer, würdest du vielleicht den Chat aufmachen? Das wäre der richtige Zeitpunkt, glaube ich, oder? Um zu verhandeln? Oder machen wir das nicht? Nö. Die Piraten verhandeln? Los, Lai, wer ist mir denn weg? Ist es ein Pirat? Ja, es war ein Pirat. Es war ein Pirat, ja. Okay, na gut. Ach, ich glaube, ihr habt noch mehr Piraten an Bord. Drei Stück sogar. Wir haben ihn! Ja. Ja, ist weg. Sehr gut. Jemand verletzt? Alle fit? Ja, mich. Ja? Ich habe ein bisschen was abgekriegt, aber ist nicht schlimm. Gelb an der rechten Hand, aber noch diensttauglich. Okay. Rot an der rechten Schulter, aber ist nicht schlimm. Ich bin mir ist nichts passiert. Ja. Ihr habt ihn auf jeden Fall erledigt. Das ist ja. Check. Haben wir noch mehr Piraten an Bord? Nee, ne? Nein. So, Waffen weg. Das war schon mal gut. Ja. Das war schon mal gut. Hat funktioniert. So, den Boarding-Angriff haben wir abgewehrt. In diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir sind schon mitten in der Mission drin und dachten uns, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wo wir jetzt weiter loslegen können. Wir haben ein ganzes Team dabei und ich würde sagen, bevor wir jetzt alles weitere erzählen, Wiesen, heb mal ab. Okay, ich mach's ganz vorsichtig. By the way, du hast übrigens hervorragend eingeparkt, kann ich dazu Dankeschön. Nur sagen. Dankeschön. Ich muss also hervorragend ausparken, weil die Wand der Station ist über uns. Wer ballert da noch rum? Ich weiß es nicht. Ich muss mich aufs Fliegen konzentrieren gerade, sonst gibt's Malheur.
Ich glaube, das ist innerhalb des Gebäudes. Ja. So, ich glaub, wir sind auch frei nach oben. Ja, wäre schlecht für mich. Ich will dich nicht abrasieren. Eine Sekunde, das läuft schon. Aber du kannst so lange nach oben fliegen, bis ich schreie, ja? Na, es sieht gerade ganz gut aus. Ganz gemächlich. Ich wollte nur mal fragen, bewegt sich das Schiff bei euch? Nicht wirklich. Bei mir bewegt sich gar nichts. Bei mir auch nicht. So ein klein bisschen wackelt es vor und zurück. Echt? Ja. Wie ist denn bei dir fliegt, oder? Ich parke gerade wundervoll aus. Und sowas von. Das ist... Ah, jetzt! Oh, jetzt mit einem Mal machte es zack und dann warst du weg. Ja, wie geil. Also, auf meiner Bildschirmuhr sieht's wundervoll aus. Sehr gut. Ja. Okay. Ich glaube, der Server hat's jetzt aufgeholt, so. Ja, das war irgendwie wie so eine Wiederholung, wie du schon ausgeflogen bist. Definitiv, ja. Aber so. Nice. Okay, es hat funktioniert. So gut, wir sind mit der Starfarer ausgepackt. Goliath für Victor, die kommen. So, ich würde sagen, wir sind frei. Goliath hört. Und jetzt kommt Big Daddy vor das Koordinaten an zur Unterstützung von Goliath. Check, Standby. Alle schweigen. So, also, jetzt wo wir wieder ein bisschen freier sind, können wir ja nochmal genau auf die Crew eingehen. Also, wir sind jetzt hier auf der IRS Goliath. Dieser Name wurde von den Patreons ausgewählt. Das ist das Schiff, in dem wir jetzt uns bewegen, in unserer Starfarer Gemini. Weezen hat das Schiff wunderbar eingeparkt am Korea Security Outpost, hat es jetzt auch wieder ausgeparkt mit ein paar Server-Lags, aber das gehört dazu im PTU. Ansonsten, RC, du sitzt neben ihm auf dem Co-Pilotensitz und Sly, du bist im Kanonenturm, richtig? Ei. Super, so, aber es sind noch nicht alle, die wir dabei haben. Wir haben nämlich neben unseren Matching Navy Crew-Anzügen, die wir jetzt hier haben, nämlich auch noch ein paar Marines mit dabei. Und das sind hier an Bord jetzt aktuell der Corin, Xylose und Red hier. Ihr seid jetzt mit am Start. Hi, Jungs. Hey ho. Hallihallo. So. Sehr schön. Und irgendeiner von euch sitzt auch in irgendeinem Turm. Ja, da sehe ich. Ich bin gerade schon dran gefahren. Das ist Corin, du sitzt im Backbordturm, ne? Steuerbord 8er Turm. Und es sieht schon wieder so wundervoll aus, okay. Leute. Es sieht wundervoll aus. Jeder, der mal irgendwie nach außen schalten kann, nach hinten schauen kann, wie wir uns hier entfernen langsam, ja, von der Station, es sieht unfassbar aus. Ja, wunderschön. Und dann haben wir noch den Lazarus. Und der Lazarus ist, hat mich gerade schon angefunkt, der ist jetzt bereit. Lazarus, du, womit bist du unterwegs? Ich bin meiner Katze Back unterwegs. Sehr schön. Gut. Und ich würde sagen, Leute, jetzt machen wir mal hier die Feuertaufe. Das machen wir. Wir haben auch schon einen Verfolger. Wir haben eine Vanguard auf 1-3. Ich gehe gerade mal auf Crew Speed, um zu gucken, ob er uns verfolgt. Er tut es in der Tat, aber er ist auf Combat Speed. So, wir werden jetzt nämlich mal... Okay. Er holt auf. Er geht auf Crew Speed. Er ist auf jeden Fall Verfolger. Ja, bisher macht er nichts. RC, kannst du mal sicherheitshalber mehr Energie auf die Schilde legen, bitte? Ja, mache ich schon. Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen momentan. So, Herr Kapitän, ein Ziel wäre gut zum Wegspringen. Gut, dann machen wir das doch mal. Ich schaue mal nebenbei auf mein Mobiglas. Wir gucken uns jetzt nämlich ein Comrade an. Das meinte ich mit Feuertaufe, denn für... Hui, da hat er uns überschossen. Denn, für jedes Besatzungsmitglied in der Starfarer werden auf jeden Fall zwei Piraten gespawnt. Und das ist definitiv eine ganze Menge für uns. So, wir haben zwei Comrades zur Auswahl. Und zwar 370 und lass mich gucken, was ist das andere? Das sehe ich gerade ganz schlecht. 306, glaube ich. Okay. 306 hätte ich hier direkt voraus. Ich richte mich schon mal aus. Alles klar, dann. Gut, ich bin sprungbereit. Lazarus, neues Ziel ist 306. Komm, Ray. 306, check. Na dann. Energie. Perfekt. 4 Sekunden. Freue ich mich jedes Mal wie ein kleiner Junge, wenn ich das sagen darf. Und damit haben wir auch die Vanguard abgehängt. Mal sehen, ob es... Wenn der jetzt auch noch hinterherkommt, wird es auf jeden Fall ein lustiger Kampf. So, Comrade direkt voraus. Mhm. Lazarus habe ich. Yep. Und der erste Pirat. Er ist Pirat. Und da kommt der nächste. Hier auf Combat Speed. Okay, Jungs, ihr habt viel zu tun. Wir haben die erste Rakete mit uns dran. Noch eine. Na, dann zeig mal, was das Baby hier kann, Weezen. Unser hinteres Schild ist ziemlich am Versagen, Leute. Ich versuche mal auszuweichen.
Okay, ich habe eine Rakete aufgeschaltet auf die 14, ich feuere sie ab. Oh, wacke. Die Marines stehen bereit zum Dropout. Check, Reason, versuch vielleicht dann wirklich einen Vorbeiflug zu machen und ihnen Bescheid zu sagen. Dann können sie nämlich rausspringen. Okay. Hm. Diese Roboter hat echt keine Reichweite. Ein habe ich, Splash. Ich habe einen erwischt mit der Frontwaffe. Sehr gut, ja. Ich habe es gesehen. Ich würde jetzt aber nicht in langsamer Geschwindigkeit Überflug wagen, oder? Rechter Schild unten. Rechter Schild ist weg, ja. Steuerbordschild. Hat irgendjemand die Möglichkeit, in mehr Energie auf die Schilde? Ich mache mal ganz kurz Crew Speed. Aber die laden so langsam auf. Ich habe Roboter vom Waffenausfall. Ja, die Schilde brechen gerade zusammen. Ja, ja. Ja, ich gehe auf Crew Speed und versuche mal die Raketen gerade abzuwehren. Das hatten wir schon öfter mit der Starfarer, ne? Dass die Türme irgendwann ausfallen, die Waffen. Ja. Was ist ganz schlecht? Okay, ich mach mal eine andere Taktik. Ich gehe jetzt wieder mit Crew Speed rein, ja? Ja, und ich würde, meinst du nicht, du kannst kurz runtergehen auf SCM und wir machen einen Flyby und die Jungs springen raus? Okay, wir versuchen es, ja. Machen wir es mal so. Dann öffnen wir schon mal die Luke, ne? Ja, und Kommando kriegt ihr von mir, ja? Ich habe nämlich die Außenansicht. Okay, es sind noch 7 Kilometer, ich schätze 30 Sekunden in etwa. Mhm. Ich sehe euch da stehen. Oh, du Scheiße. Latz, versuch mal, die irgendwie zu beschäftigen, aber riskier nicht dein Leben, bitte. Bin dabei. Ich hab den Tunnel genommen. Okay. Ich werde oberhalb der Antenne rausbringen, ja? Den Rest müsst ihr dann halt irgendwie im EVA machen. Check. 4 Kilometer noch. Extra Pirate 15. 2,5 Kilometer bereit machen. Ja, wir nähern runter. Uns. 1,5. Okay. Okay. Okay, Achtung, 800 Meter. Absprung. Okay, Jungs, go, go, jetzt go. go. Raus. Ah, ich hab schon wieder einen Thomas. Oh, Scheiße. Raus. Hui, da sind sie weg. Rausch. Oh, Scheiße. Okay, ich bin im Anflug. Schaffst du es raus? Okay, wie viele Hostiles haben wir jetzt noch hier? Geht jetzt mal 8 oder so. Ich kann mir gerade nicht hinschauen. Ich versuch sie mal hinter uns herzuziehen. Oh je. Ich werde versuchen, lebend zur Reparaturstation zu kommen. Bin im Array. Muss wieder auf Crew Speed gehen. Check. Okay, die ist weit explodiert, ja, die ist weg. Array wird aktiviert. Wie heißt es? Es gibt doch so ein Verfahren von der CIA, wie man Leute im Flug wieder aufsammelt. Ja, das ist irgendwie so ein Line-Dings. Das ist so eine. Das, es ist so Quick-Line oder heißt das? Ich weiß es nicht mehr genau, wie es heißt, aber. Das ist so eine Quick-Extract-Taktik. Ah ja. Okay, ich versuche mal eine andere Taktik. Wir nehmen sie jetzt frontal. Yo, Splash! Oh. Das war eine schöne Explosion. Aber er hat uns leider unsere Hauptbewaffnung. Die Explosion hat uns leider die Waffe abgerissen. Ach. Ich gehe auf Crew Speed. Verdammte Scheiße, die nehmen uns auseinander. Check, ich muss einen Notsprung machen. Mhm. Leute, ich könnte mir Gefallen tun. Ich springe. Gerade schlecht. Mayday, ihr könnt mir Gefallen tun. Sind wir raus. Die Piraten sind gerade despawned. Irgendein Reparaturdock ansteuern, mich euch anpeilen kann. Sonst habe ich keine Navigation hier. Wir sind auch ziemlich beschädigt, muss man ehrlich sagen. Ich sehe es jetzt in der Außenansicht ganz gut. Ich glaube, das kannst du mit meinem Schiff gerade nicht vergleichen. Okay, du bist aber, dann warte doch, dann sammeln wir dich direkt ein, weil jetzt sind die Piraten weg. Oh, ich habe... Ihr müsst irgendwo springen, ich bin mitten im leeren Raum. Okay, ich habe ein anderes Problem, die Navigationsdüsen fallen aus. Sollen wir direkt Cryastro 042 oder sollen wir noch versuchen, die Leute aufzusammeln? Nee, wir müssen erstmal reparieren. Seid ihr soweit sicher da drin, Red hier? Und ich lasse mir jetzt auf den Sonnensegel gemütlich so lange. Perfekt, Sprung. Alles klar. Das snappt jetzt alle da weg. Also, Lazarus 042 ist es jetzt. Ich muss warten, bis ihr da seid. Ich kann nur euch anpeilen. Achso. Ihr seid meine Anpeilhilfe. 042, wir haben leider einen Totalausfall der Maschinen. Ich habe fast einen Totalausfall vom Schiff erlitten. Okay, ich leg mal die gesamte Energie auf die Dreiergruppe in der Hoffnung, dass das was bewirkt. So, ich komme hinterhergesprungen. Nicht erschrecken, dass da jetzt so ein Skelett auf euch zukommt. Kein Problem. Das war's. Zerplatzt. Oh je. Okay. Zu stark beschädigt.
Das war jetzt mit dem Sprung wahrscheinlich nicht mehr möglich, ne? Mit dem Schiff. Vorher ging noch ein Sprung. Der zweite war nicht mehr möglich. Unsere Antriebe flackern auch ziemlich. Die flackern wie Sau, ja. Ich habe noch ein bisschen Schubkraft, aber ich habe extrem viel Abdrift. Und ich hoffe... Wir haben einen Kontakt. Okay, Kontakt. Eine Conny, Steuerbord, quer ab. Super-Duper-Mann. Oh mein Gott. Captain Super-Duper-Mann. Ja, Captain Super-Duper-Mann. Lazarus. Ah, okay, den kenne ich. Höre. Du hast dann... Sicherheitshalber, bitte. Lazarus, du hast dann jetzt erstmal die Extraction-Mission, denn jetzt ist das Comrade eingeschaltet. Du solltest eigentlich nicht mehr auf Widerstand treffen, wenn du die beiden jetzt abholst, Xyros und Rettir. Verstanden. Genau. Comrade Nummer 306. Würde ich denselben. 306. Der will natürlich jetzt da auch reparieren, ne? Warte, ich kann es schon. Pay Premium. Wie? Ich hab doch gerade noch genug Credits. Ah. Ja, das ist übrigens auch neu im PTU, jetzt wo wir hier gerade warten müssen in der Schlange, um uns reparieren zu lassen. Inzwischen kostet es Geld, Schiffe wieder zu respawnen, wenn man sie verloren hat, oder man muss eine gewisse Zeit warten. Also, wenn eine Starfarer kaputt geht, kostet sie aktuell 13.300, um respawned zu werden, oder man muss 21 Minuten warten, um das Schiff wiederzukriegen. Nur mal so zur Info, das hat das PTU auch mit sich gebracht. Und 3.600 für die Cutlass Black. Ich habe die Waffen mal abgeschaltet, Leute, ja? Um Energie zu sparen. Ich mach mir hinten das Tor zu, hä? Ist immer noch offen. Okay. Ja, ja, tatsächlich. Das konnten wir beim Rausspringen nicht mehr zumachen, sorry. Ja, das keine ist klar. Es hat auf jeden Fall die. Oh mein Gott. Die Bewaffnung komplett weggesprengt, ja. Waren das draußen? Ja, das sieht man. Schmetter links, dann raus und Cutlass fangen. Sawyer, ich hoffe mal, du hast noch Bargeld dabei. Nö. Wie viel hab ich denn noch? Hat jemand an Bord Bargeld? Ja. geil. Da fuck. So 4.000, 5.000? Ich hab 7.000. RC, du bist unser Mann. Ja. Hey, ihr sollt doch nicht... Captain RC. Ja. Ihr sollt doch nicht immer alles verzocken, das geht doch gar nicht. Oh ja, die Türme sind weggeworfen. Echt, erstmal die schönen Anzüge kaufen und dann nichts mehr da. Dann keine Kohle mehr dafür haben. Ja. RC, setz dich mal sicherheitshalber bitte kurz auf den großen Stuhl. Du wirst jetzt hier mal kurzzeitig jetzt hier mal befördert. Einfach zu, um sicher zu gehen, dass wir das Ding auch bezahlen können. Und ich rühme mich eigentlich in solchen Spielen immer, dass ich immer reich bin. Aber wenn das dauernd gewiped wird, was soll ich machen? Ja, ja. Ja, ja. So, seine Schilde gehen wieder an. Ich glaube, der ist jetzt wahrscheinlich gleich fertig. Ja. Und dann sieht man so, wie er langsam abhebt, die Raketenfahrlangsen ausfährt. Mhm. Und ich verstelle ihm auch schön den Weg, ne? Nee, ja, guck mal, er macht das ganz geschmeidig. Oh, guck mal, geschmeidig. Ganz der geschmeidig kann fliegen, ich kenne ihn, ja. Mein Gott, wie geil 306, das ist. 306, oder? Check, 306 ist richtig. Er ist doch unfassbar, wie geil das aussieht. Ja, Schrecken, ich komme gleich reingehüpft. Ich komme auf die sonnenzugewandte Seite vom Array. Verstanden. Gut, wir machen das holen. 1, 2. Hi. 2 Mann. Korin ist auch bei Marines. Okay. Ein bisschen Funkstille wäre gerade nett. Und wenn mir jemand helfen könnte beim. Ich guck mal hinten mal was. Wie weit sind wir denn jetzt von der Plattform? Weiß das jemand? Also, du bist jetzt mit der vorderen Kufe ganz knapp drüber. Also ein Stück zurück, oder wie? Nee, ein ganzes Stück nach vorne noch, musst du noch. Okay, ich mach's mal in der Außenperspektive, das fand ich so fein. Aber ich komme gut rein, glaube ich, eigentlich. Du kommst genau ganz drüber. Gut rein, ja. Mhm. Also jetzt... Genau drüber, ja. Ja, noch ein Stück nach vorne kannst du... Weiter nach vorne musst du. Ja, kannst noch ein Stück nach vorne. Also kannst eigentlich fast noch eine halbe Schiffslänge nach vorne. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Runter. Ich muss mich damit dran gewöhnen, dass natürlich die Frachtlinie nicht ganz hinten ist. Ja, genau. Ja. Ein Kontakt. Dritte mal die Hälfte vom Schiff. Dritter IWA. Wir sind aufgesetzt. So, wo sind die Leute hier am Comrade? Okay, jetzt muss ich den Auftrag, Reparaturauftrag ablehnen, ne? Ja. Ganz das schnell ab zur Kante, würde ich sagen. Hinter dir, Comrade. Okay, habe ich abgelehnt. Jetzt müsste RC den bekommen. Ja. Also, ja. Ach nee, also ich krieg gerade keinen, aber ich mach das. Du kannst es im Mosi. Genau, darüber müsstest du es machen können. Stehe.
Da sind drei Leute. Ja, cool. Ja, ist korrekt. Reparatur läuft. Ja, ich sehe es. Da steht jemand, Entschuldigung, da steht jemand auf der Plattform, steht jemand da. Ja, ich komme. Geh rein. Das ist Sly, du bist echt so ein Lemming. Also wirklich, wie auch immer man sterben kann, du probierst es aus. Oh, da kommen Reparaturroboter, das gucke ich mir mal von außen an. Was? Und wieder. Eine Karte drin? Die Dinger funktionieren. Okay, Reparatur ist wohl abgeschlossen, so wie es aussieht. Okay, Reparatur ist wohl abgeschlossen, so wie es aussieht. Okay. Also ich krieg auch keine Meldung im Moment mehr. Nö, das ist alles ganz aus. Ja. Bitte festhalten, bitte. Manöveralarm, wir springen. Gut. Dann würde ich jetzt abheben. Ja, nur als Starter. Der Techniker muss mal die Lüfte hier oben reparieren, die funktionieren mal wieder nicht. Oh, wie die Scheinwerfer über das Deck gehen da. Mhm. Oh, da kriege ich schon wieder. Da kriege ich schon wieder Spaß im Körper. Auch der Blick nach hinten sieht geil aus, wenn man so sieht, wie das ganze Dock sich da entfernt. Ja. Also eins muss ich hier oben noch bemängeln in diesem Turm. Die ganze Target-Anzeigen, die sind alle unten, aber nicht irgendwo ein Ziel an ist, dann sehe ich die ganzen Anzeigen. Ja. Ja. Typisches Turmproblem aktuell. Ja. Mhm. Ist bei der Cutlass genauso, witzigerweise. Ja. Gut, Weezen, dann lass uns ganz kurz ein Status-Update. Lazarus, wie ist euer Status jetzt? Ihr habt die beiden Jungs aufgesammelt, ne? Ja, wir sind gerade am Port Isa angekommen. Sehr gut. Na, dann landet mal dort und dann gucken wir mal, dass wir uns da wieder treffen. Wo sollen wir denn landen? Delta. Und okay. Weezen, du fliegst jetzt mal zurück. Check. Und RC, wie fühlt sich der Captain-Sitz so an? Ach, ganz nett. Guter Ausblick. Gerne. Muss ich echt sagen. Sieht echt toll aus. Auch in der Außenansicht und so. Ja. Lieber Mann. Noch keine Sitzmulde vorhanden. Ja, es so ist lange ein bisschen unbequem, weil der Sitz auf Soja eingesessen ist. Aber so lange gibt's die Goliath auch noch nicht, dass wir jetzt da... Okay, der Kurs liegt an, Leute. Ja, du hast Sprungfreigabe. Auf geht's. Dann sag ich jetzt mal, Energie. Ja, bitte. 2 Sekunden. Die Waffen funktionieren übrigens auch wieder. Alles wieder vollzählig. Wow. Oh, das war schnell wieder. Wir sind da. Welcome back at home. Wie man immer so schön sagt, no plan survives any contact, aber wir haben es diesmal tatsächlich geschafft, doch alle wieder zurückzubringen. Einzig Lazarus hat einen Jump Drive, also einen Quantum Drive zerfetzt, ne? Ja. Im kaputten Schiff. Aber unsere Marines sind wieder ordentlich angekommen. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt einfach mal beim Kasaba Outlet. Oh, wie stilvoll. Als Belohnung kriegt ihr alle eine Cappy. Genau. Aber immerhin eine 500 UEC Cappy. Ja, so Leute, landen. Bisher, das Wichtigste haben sie Port Olisar vergessen einzufügen, nämlich die Bar. Ja. Das ist das Wichtigste. Wo, ich meine, Weezen, wenn wir von einer Schiffsreise kamen, wo sind wir als erstes hin? Immer in die Bar. In die Kneipe, so, Leute, of course. Wir können aussteigen. Ich übe hier mein Landen. Nein. Oh, direkt vis-à-vis von der Cutlass, sehr schön. Und ich glaube, es sollte reichen. Ja, das sieht sehr gut aus, Weezen. Korrigiere jetzt noch so ein bisschen nach. Das sieht hervorragend aus. Aufgesetzt und gelandet, Maschinen sind aus. Okay. Waffen sind aus, Schilde sind aus. Gut. Ja, dann wird der Dosa froh sein, dass er heute mal Landurlaub hatte. Gut. Gut, ab sehr schön. Kasaba Outlet. Ja, oh. Man hätte jetzt lieber gesagt in die G-Lock Bar, aber die gibt's halt noch nicht. Die ist so weit weg. Weißt du, im Mittelmeer, in jedem Fleckchen gibt es ein Irish Pub. Ja. Warum hier nicht? Wo ist das Irish Pub? Kommt noch. Ja, das frage ich mich auch. Aber Leute, wir haben ein Boarding verhindert. Eben, wir haben ein Comrade befriedet, sogar die Marines sind wirklich Quick Extraction mäßig abgesprungen, was ich ziemlich cool fand.
Und wir haben überlebt. Ja, wir haben überlebt und wir haben das Schiff reparieren können. Und RC hat's gezahlt. Yay. Da salutiert er. Oh, nee, Sly hat salutiert. Oh ja. Mein Gott. Das ist auf jeden Fall sehr gut, ja. Ich meine Gänsehaut. So ist es, definitiv. Tja, wollen wir uns nochmal draußen vor das Schiff stellen? Oder? Oh Gott, jetzt. So, gut, dann würde ich sagen, nein, wir treffen uns jetzt nochmal mit allen drinnen. Ja, lass die armen Leute mal aus dem Anzug raus. Ja, ich würde auch, ich habe auch Lust, den inzwischen abzusichern. Ich meine, seit wie vielen Stunden sind wir jetzt durchs Worst getigert? Ich finde auch, es wird mal Zeit, dass man diesen Anzug ablegen kann. So schick er auch sein mag, ja. Ist der Urinbeutel wieder voll? Die Windel. Aber es ist praktisch jetzt mit den weißen Anzügen. Es ist viel einfacher. So. Ganzes Clown-Auto. Okay, alle drin? Ja. Alle drin, ja. Bei mir ist gerade pünktlich das Spiel abgeschmiert. Ah, wie schön. So, umziehen. Aber wir sind jetzt fertig. Oh, umziehen, ja. Ich habe aber nur Standardklamotten dabei, glaube ich. Ja, ich auch gerade. Aber wir sind ja jetzt hier auch auf einem anderen Terminal, weißt du? Wie sollen denn unsere Klamotten von Alpha nach Delta wandern? Das geht ja gar nicht. Darum haben wir jetzt hier sozusagen nur die Standardklamotten. Also bei mir hat das der Reisetasche dabei gemacht. Ja, das sind diese Rich Kids wie RC. Die haben da irgendjemanden, dass ihnen der Arsch hinterhergetragen wird. Das gehört halt dazu. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ah ja, also ich habe eine Reisetasche dafür, Sawyer. Sagt derjenige, dem ich die Schiffsreparatur zahlen musste. Ja, ja. Eben darum. Darum. So, ach, da sind sie ja alle, guck mal. Und jetzt sehen wir, haben wir alle tatsächlich Zivilklamotten an. Ich fasse es nicht. Ja, hier. Kommt doch alle mal raus aus dem Laden. Raus, rein, wohin? Raus, so. Hier in einer Reihe stellen. Sehr schön. Naja, ist doch super. So, ich würde sagen, Leute, so meine Credits reichen gerade noch aus, um uns jetzt alle auf ein Bier einzuladen. Das heißt, wir holen uns jetzt das Shuttle nach Arkorp. Ist zwar ein langer Weg, aber müssen wir halt machen. Geht ja nicht anders. In diesem Sinne aber vielen Dank. Das war echt eine coole Mission, oder? Also das müssen wir jetzt weiter so machen. War eine Hammer-Mission, muss ich sagen. Ja, das war richtig cool. Also das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Total cool. Also das ist das PTU. Wir haben noch viel zu tun. Auch das Starfarer und alle Bugs haben noch einen großen Schritt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und hoffentlich haben sie es bald mit dem Live-Release gefixt. Vielen, vielen Dank an die Crew, dass ihr dabei wart. Und vor allem vielen Dank, dass ihr da draußen zugeschaut habt. Ihr seht, Star Citizen geht weiter. Wir können jetzt hier inzwischen schon mit einer ganzen Menge Leute viele schöne Sachen erleben. In diesem Sinne, bleibt dran. Abonniert unseren Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt für Star Citizen. Schreibt uns was in die Kommentare, wie ihr die Let's Plays und die Missionen fandet. Liked oder disliked die Episode und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt als YouTube-Creator für Star Citizen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns ganz besonders freuen. In diesem Sinne, wir versuchen es jetzt allesamt gemeinsam auf dem Channel und zwar auf 3, 2, 1 und See you! Yes! So, Bierchen, geht auf mich. Ja.